WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, die Freitag-Nacht-Ausgabe. Wir sind zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht. Ihr könnt euch melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und es geht los mit dem Alex, der ist, wenn es denn ein der ist, 26. Guten Morgen, Alex. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen, grüß dich. Ja, guten Morgen. Um was geht's? Ja, ich hatte eigentlich angerufen zu dem Thema, ich kann mir nicht mehr in den Spiegel schauen. Ja. Und das Ding bei mir ist, ich bin als Polizeianwärter auf der Love Parade in Duisburg dabei gewesen. Als Polizeianwärter. Mhm. Richtig. Mhm. Und auf dieser Love Parade sind ja 21 Menschen gestorben. Ja. Und von diesen 21 Menschen mache ich für mich selber den Vorwurf, ich bin schuld, dass 7 Menschen gestorben sind. Wie kann man das so festmachen, dass du schuld sein sollst am Tod von 7 Menschen? Warum? Das kann ich dir ganz genau sagen. Und zwar liegt es daran, dass ich von meinem direkten Vorgesetzten, dem Einsatzleiter und auch dem seines Chefs, also sein Einsatzleiter und auch stellvertretender Polizeidirektor der Stadt Duisburg, den Befehl bekommen habe, halte die Mauer, egal was passiert. Auf gut Deutsch, wir waren zu insgesamt knapp 700 Beamte vor Ort, aber ich war in der Schlange, wo 30, 40 Leute die Sperre gehalten haben zwischen Eingang der Love Parade und Ende des Tunnels. Ja. So, in diesem Tunnel sind, weil sich alle eng auf eng aneinander gedrängt haben, natürlich auch Leute irgendwann gestolpert. Und über diese Leute sind wir als Beamte drüber gegangen, ohne dass wir es mit Absicht wollten. Das heißt, wir sind quasi... Aber das dann habe ich immer noch nicht verstanden, warum du schuld am Tod von 7 Leuten sein solltest. Ihr habt den Befehl bekommen, die Mauer zu halten. Also dass die Leute nicht da durchbrechen konnten. Richtig, ganz genau. So, weil, und du glaubst, dass dieser Befehl falsch war? Richtig, ich glaube... Warum glaubst du, dass der Befehl falsch war? Ja, weil es einfach dazu geführt hat, dass eben Menschen gestorben sind. Was wäre denn der richtige Befehl gewesen? Der richtige Befehl wäre gewesen, die Leute, die in diese Veranstaltung rein wollen, einfach zurückzuhalten sind und die, die raus wollen, dafür ein Spalier zu bilden, damit die Leute, die rein wollen, auf der einen Seite rein können und auf der anderen Seite die Leute, die raus wollten, weil es zu eng wurde, raus konnten. Nun ist das sehr schwer für uns, uns das genau vorzustellen, wie du das meinst, weil das ist ja schon eine ganze Weile her und die örtlichen Gegebenheiten sind damals ja oft im Fernsehen besprochen worden. Aber so ganz klar haben wir alle das ja nicht vor Augen. Das mag ja sein, dass das im Nachhinein betrachtet du recht hast, dass das so klüger gewesen wäre. Das kann ich nicht beurteilen. Aber du warst Polizeianwärter und hast das getan, was man dir in dem Moment befohlen hat. Und dann muss man das ja auch machen. Richtig. Das Problem ist nur, ich von meiner Seite aus her weiß heute, Mensch Junge, der Befehl war total falsch. Mhm. Warum hast du das gemacht? Und ganz einfach die Erklärung dafür, warum ich es gemacht habe, liegt einfach da drin. In dem Moment hat es von einer oberen Stelle den Befehl gegeben. Ja, natürlich, dann musst du es machen. Richtig, Befehle sind zu befolgen. Natürlich. Andernfalls droht halt Gericht wegen Befehlsverweigerung. Aber nochmal die Frage, wie kannst du die Zahl 7 festmachen? Weil ich unter mir und hinter mir im Augenwinkel von einem Kollegen, der mir über Funk Bescheid gegeben hat, gesagt bekommen habe, hör mal, da sind 7 Leute, die direkt dicht an dicht hinter dir stehen. Mhm. Und genau diese 7 Leute, über die bin ich drüber gestiegen, weil als Polizeiarbeiter, egal ob jetzt Anwärter oder auch direkt... Ich unterbreche mal, damit wir es einigermaßen verstehen. Die 7 Leute standen hinter dir und dann sagst du, du bist über die gestiegen. Das verstehe ich nicht. Genau. Ja, ich habe halt mit gewissen Bewegungen, die wir in der Polizeischule lernen, um uns
irgendwie durch eine demonstrierende Menge oder durch eine Partymenge durchzuarbeiten, erlernt habe, wie zum Beispiel Ellbogenstöße, Tritte und so weiter und Rückschusstechniken, und das mussten wir dann in dem Moment anwenden. Also du hast, oder ihr habt dazu beigetragen, dass diese 7 Leute zu Boden kamen. Richtig. Und nachdem die zu Boden gekommen waren, seid ihr, weil ihr zurückgedrängt wurdet, über die rübergegangen. Ganz genau. Habe ich so richtig verstanden? Richtig. Hm. Mensch, Alex, das ehrt dich natürlich über alle Maßen, dass du das so siehst und dass du sogar eine persönliche Schuld ausmachst. Aber die hast du doch nur wirklich nicht. Es war ein furchtbares Unglück. Richtig. Muss man sich an Anweisungen von oben halten. Und du konntest ja, selbst in dem Moment hast du ja, glaube ich, nicht kapiert, dass die Anweisung falsch war. Doch, ich habe es kapiert, aber in dem Moment ging der Befehl einfach im Kopf herum und ich habe mir gedacht, lieber befolge ich direkt den Befehl, als dass ich nachher irgendwo Nachteile gerichtlicher Art zu spüren bekomme. Und was ja vielleicht auch hätte passieren können, wenn es ein klein wenig anders gelaufen wäre. Richtig, aber das eine sage ich dir, egal was passiert wäre und was passiert jetzt ist auch leider, ich habe im Nachhinein selber an oberer Stelle Selbstanzeige gegen mich gestellt. Was hast du an oberster Stelle gemacht? Ich habe mich selber angezeigt. Du hast dich selbst angezeigt? Wegen Beihilfe zum Mord. Dadurch, dass ich nur einen Befehl befolgt habe. Ja, aber Mord ist es ja nun nicht. In dem Sinne schon, weil ich ja dadurch, dass ich diese gelernten Schlag- und Stoßtechniken, um mich halt rückwärts oder vorwärts weiter bewegen zu können, angewendet habe. Und in dem Moment... Aber es sind ja keine niedrigen Beweggründe gewesen. Du hast es ja gemacht, einmal, weil du den Befehl bekommen hast und letztendlich auch, weil du vielleicht doch irgendwie dachtest, das hilft der ganzen Situation. Das ist kein Mord. Ja, aber es hat ja eben nicht geholfen. Es sind ja insgesamt 21 Leute gestorben. Das verstehe ich schon. Und so. Im Endeffekt hat es dazu geführt, dass die Polizei runtergemacht hat. Jetzt, warst du Polizeianwärter und hast dich selbst angezeigt. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht mehr bei der Polizei bist, oder? Das ist richtig. Ich bin mittlerweile selber Ermittler in einer Rechtsanwaltskanzlei. Ich bin für einen Rechtsanwalt tätig als Privatdetektiv. Und in dem Moment sind dann natürlich die Sachen, die man als Polizeianwärter selber schon gelernt hat, recht hilfreich in dem Beruf. Bist du geflogen? Bist du rausgeschmissen worden? Ich habe selber meinen Dienst quittiert. Ich habe den Hut genommen, habe gesagt, Chef, tut mir leid, aber die Last Parade Duisburg war zu viel, ich kündige. Was ist denn aus dieser Selbstanzeige geworden? Die Selbstanzeige an sich ist nachher vom Landgericht fallen gelassen worden, weil man mir rechtlicherweise nicht das zutraut, was ich selber für mich zugebe. Du wärst im Extremfall dafür ins Gefängnis gegangen? Ich wäre freiwillig im Extremfall dafür ins Gefängnis gegangen. Und zwar wegen 7-facher Beihilfe zum Mord. Und das wären locker 15 Jahre plus 25 Jahre Sicherheitsverwahrung. Jetzt bin ich gerade hin und her gerissen. Auf der einen Seite gefällt mir deine moralische Haltung. Ja. Aber etwas in mir sagt auch, er übertreibt es. Und er stilisiert sich vielleicht auch in seiner moralischen Person nach oben. Ja, es ist ja auch so, du musst ja auch da irgendwo ein bisschen auch mitdenken als Polizeibeamter. Ne? Ich muss ja auch an das Leben denken, was dahinter steht und wem... Ist alles klar, Alex. Und wie gesagt, dafür wirklich, du seist geehrt, dass du so denkst. Aber es war eine Extremsituation, es war eine Paniksituation. Du warst das kleinste Rädchen im Getriebe der Polizei. Ja, es gab unter mir noch 3 Leute. Also ich hatte auch quasi noch Befehl 3 Leuten. Du hast es weitergegeben. Richtig. Gab es denn Polizisten, die den Befehl verweigert haben? Oh ja. Einer meiner besten Freunde, der ist mit mir zusammen zur Schule gegangen, der hat auch den Polizeidienstweg eingeschlagen. Und der hat zu mir, als der Befehl kam, ganz klar gesagt, weißt du was, ich gehe nach Hause, tschüss, ich bin weg. Das hat er in der Situation da gesagt? Ja.
Er hat komplett die Mauer verlassen. Er stand 4 Situationen unter mir, also 4 weitere Plätze unter mir, weil er einer der jüngsten Polizeianwärter war. Ich war zu dem Zeitpunkt bereits 12,5 Monate als Polizeianwärter im Dienst. Was ist aus diesem jungen Mann geworden? Der junge Mann, der ist verurteilt worden, weil er Befehlsverweigerungen begangen hat und sitzt heute nicht mehr im Gefängnis, aber er hat Führungsaufsicht. Saß er denn im Gefängnis? Ja, er saß im Gefängnis. Wegen dieser Befehlsverweigerung? Ja. Wie lange? 6 Monate ohne Bewährung. Das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, aber ich bin ja nicht bewandert, wie man da mit Befehlsverweigerung umgeht, dass es so eine harte Bestrafung gibt. Ja, gerade. Lassen wir das mal so stehen, kommen wir nochmal zu dir. Als du dann quasi davongekommen warst, was heißt davongekommen? Als klar war, dass du kein Gerichtsverfahren bekommst und eben auch keine Strafe kriegst, was für ein Gefühl hattest du da? Mir ging es ehrlich gesagt richtig schlecht. Wie geht es dir heute? Heute geht es mir eigentlich relativ gut. Ich arbeite, wie gesagt, als Privatermittler für einen Rechtsanwalt. Wenn du aber so davon überzeugt bist, dass du schuld am Tod von 7 Menschen bist, wie ist es möglich, dass es dir denn heute gut geht? Ich bin mit den Angehörigen in Kontakt getreten, nachdem ich für mich klargemacht habe, hör mal, du bist schuld oder mitschuldig zumindest daran, dass 7 Menschen gestorben sind. Und ich zahle jedem Familienmitglied der Angehörigen jeweils eine kleine sogenannte selber eingestandene Entschädigung. Darf ich fragen, wie viel das ist pro Person? Pro Person, also es sind in einer Familie, das war eine türkische Familie, die sind zu 7, Vater, Mutter und 5 Kinder. Und den zahle ich jeweils im Monat 500 Euro bis an mein Lebensende. 500 Euro? Ja. Und den anderen 6 Personen oder Angehörigen? 6 Personen, das sind teilweise jeweils jetzt mittlerweile Alleinstehende oder Verwitwete. Je nachdem, ob die verheiratet waren oder nicht, so genau kann ich da leider nicht ins Detail gehen, weil da noch die Schweigepflicht drüber liegt. Okay, aber für mich so eine grobe Summe. Wie viel im Monat zahlst du privat freiwillig an die Opferangehörigen? 250 Euro. Wie viel? 250. 250? Richtig. Aber gerade hast du gesagt, dass du schon 500 Euro alleine an diese türkische Familie. Das ist die eine Sache, weil die Familie gehörte zur Familie meiner Pflegeschwester. Und meine Pflegeschwester ist halb Türkin, die kommt aus dieser Familie. Okay, aber das heißt dann, sind es 750 im Monat, oder wie? Richtig, ganz genau. Insgesamt 750 Euro im Monat bis an mein Lebensende. Und so wie ich meinen Arzt bisher verstanden habe, wird das wahrscheinlich nicht mehr allzu lange dauern. Warum? Was heißt das? Ich hatte in meiner Jugendzeit, jetzt schon knapp 10 Jahre her, eine kleine Liebesbekanntschaft und diese Liebesbekanntschaft hat mich wahrscheinlich mit einem der schlimmsten Erreger überhaupt erwischt. HIV oder was? Richtig, ganz genau. Und ich habe von meinem Arzt die Tage bestätigt bekommen, dass der Virus bei mir ausgebrochen ist. Gut, und, aber da sind wir ja Gott sei Dank in der Zeit weit und da gibt es mittlerweile ja gute Behandlungsmöglichkeiten. Ja, das schon, aber bei mir ist das leider zu weit fortgeschritten. Ich kann zwar mit Medikamenten die Schmerzen im Moment in Form halten, aber alles andere wird wohl so weit fortschreiten, dass ich daran sterben werde. Sag mal, bist du damals eigentlich mit dieser Geschichte in der Presse gewesen? Nein. Warum nicht? Ich bin nicht an die Presse gegangen, einfach zum einen aufgrund des Schutzes der Angehörigen und zum anderen auch, um mich selber nicht ins Licht der Presse zu rücken, weil ich kann es absolut nicht ab. Ich sehe ja, was heute mit den ganzen Prominenten passiert. Paparazzi ist überall an jeder Ecke. Warum rufst du dann heute an und erzählst uns das? Weil ich eigentlich schon an dem Abend, wo das Thema, ich kann mir nicht mehr in den Spiegel schauen, anrufen wollte, aber ich kam nie durch. Gut, aber das ist noch keine Erklärung, warum du dich jetzt öffentlich äußern möchtest. Ja, ich möchte mich deswegen öffentlich äußern, weil ich mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren kann, es für mich zu behalten. Ich habe bis heute keinem einzigen davon erzählt. Und für Zuschauer, die jetzt gerade über 1 Live Radio zuhören, falls ihr solche Leute kennt, tut euch den Gefallen. Und wenn ihr Kenntnis über sowas habt, sagt aus, macht es öffentlich.
Also, wer den Opfern geholfen? Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Gespräch heute Abend jetzt schon noch mal ein gewisses Aufsehen erregen wird und dass man vielleicht an dich herantreten wird. Auf jeden Fall. Alex, unsere Zeit ist rum. Ich danke dir für deinen Anruf. Du lässt mich etwas zwiegespalten zurück. Aber das geht mir wahrscheinlich nicht als Einzigen so jetzt nach dem Gespräch. Ich biete dir aber auch nochmal an, dass meine Psychologin dich nochmal zurückruft. Ist das okay? Ja, das wäre okay. Und dann hätte ich noch eine Frage. Könntest du mir ein Autogramm von dir schicken? Gerne. Dann sagst du der Psychologin deine Anschrift. Alles klar, machen wir. Alex, du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Jo, alles klar. Ich danke dir. Ja? Alles Gute. Tschüss. Ciao. Tschüss. Da bin ich jetzt wirklich für mich etwas hin und her gerissen, wie ich das finden soll. Ob das eine übertriebene moralische Haltung ist oder ob das eine hochrespektable moralische Haltung ist. Unter Umständen für einen Befehl, den man bekommen hat von dem Vorgesetzten, 15 Jahre in den Knast zu gehen. Also, das muss ich erstmal ein bisschen sacken lassen. Hier ist Barbara. Barbara ist 61. Guten Morgen, Barbara. Guten Morgen, Domian. Barbara, um was geht's denn bei dir? Ja, ich habe gestern die Sendung gesehen und da war eine Dame dabei, die gesagt hat, sie wollte nie Kinder, hat aber drei gehabt und denen konnte sie wohl keine Liebe geben. Die Kinder haben das wohl, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und noch richtig im Kopf habe, ich wollte immer Kinder, aber wenn ich heute die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich keine mehr kriegen. Wie viel hast du denn bekommen? Einen Sohn. Einen Sohn und? Einen Sohn und... Also ein Kind, also einen Sohn. Einen Sohn habe ich, ja. Den habe ich alleine großgezogen. Ich habe alles für ihn gemacht, was man nur machen konnte. Mhm. Ich habe zwar immer gearbeitet, vielleicht war das auch nicht richtig, ich weiß es nicht. Aber du musstest es ja wahrscheinlich rein finanziell. Entschuldigung. Ich sage, du musstest es ja wahrscheinlich rein finanziell, oder? Ja, natürlich, ja, klar, genau. Weil ich habe ja niemanden gehabt. Wann hat sich der Erzeuger denn von dir getrennt, nachdem der Sohn geboren war? Ich habe mich von vom Vater meines Sohnes getrennt, als mein Sohn anderthalb war. Ja, das heißt, das ganze die Jugend und Kinderzeit hast du alleine dann für ihn gesorgt. Ja, natürlich. Mhm. Also bis zuletzt. Ne? Aber warum sagst du heute, wenn ich es zurückdrehen könnte, ich würde mich gegen ein Kind entscheiden? Ja, weil ich wollte immer, dass es meinem Kind besser geht als mir. Ich bin im Heim groß geworden. Meine Mutter ist gestorben, als ich 11 war. Bin im Heim groß geworden. Und mir ging es nicht so sehr gut bei den Nonnen. Aber ich habe mich durchgeschlagen. Ich habe mein Kind gekriegt. Ich habe alles für ihn gemacht. Und jetzt habe ich 2011 zwei Schlaganfälle gehabt, 2013 Herzinfarkt. Und das interessiert den gar nicht. Ne? Der ruft noch nicht mal an und fragt, wie es mir geht. Ach so, dahinter steckt der Gedanke, ich habe ganz viel für den Sohn gemacht, habe mich aufgeopfert, habe gearbeitet wie eine Wahnsinnige und ich kriege nichts zurück jetzt. Ja, es kommt nichts zurück. Ne? Wenn du was zurückbekämst, würdest du dann auch sagen, am liebsten hätte ich kein Kind bekommen? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt durch diese Frau, die sagte, ja, ich wollte gar keine Kinder und habe aber drei und konnte denen aber keine Liebe. Das kann ich alles nicht nachvollziehen. Ich wollte immer Kinder, habe meinem Sohn wirklich alles gegeben. Wenn es gegangen wäre, hätte ich auch noch mehr bekommen. Das heißt, du hast ihn schon während dieser ganzen Kinder- und Jugendzeit geliebt? Ich liebe meinen Sohn heute noch, davon ganz abgesehen. Aber das Schlimme für dich ist, dass er also gleichgültig, ja. Diese Gleichgültigkeit. War er denn vor deinen Erkrankungen auch schon so drauf? Bis er seine Freundin kennengelernt hat. Also war er anders, ne? Aber als er dann seine erste feste Lebenspartnerin hatte, mit der er dann ein Kind gekriegt hat, hat er sich verändert, sagen wir mal so. Wie alt ist er heute? Er wird dieses Jahr 40. Ja, wie ist denn dein Kontakt zu der Familie, zu ihm und auch zum Enkel, zur Schwiegertochter? Er hat ja jetzt noch ein Kind mit einer anderen Frau bekommen, mit der er jetzt zusammen lebt, die Ex-Freundin, mit der er seine Tochter hat, mit der ist er nicht mehr zusammen. Ich habe
zu der Ex-Freundin ein gutes Verhältnis soweit. Und ich kann auch meine Enkeltochter sehen. Aber den neuen Enkelsohn, den habe ich nur durch Zufall gesehen. Ach. Weil ich die Frau beim Arzt getroffen habe. Wie alt ist der neue Enkelsohn? Der ist jetzt ein halbes Jahr alt. Und du warst noch keinmal dazu Besuch bei ihm? Oder Nein, ich bin noch nicht einmal eingeladen worden. Und er kommt auch nicht zu dir? Nein, nicht mit dem Kind. Hat das irgendeinen Grund? Aber ohne Kind kommt er schon? Ohne Kind kommt er ab und an mal, ja, wenn irgendwas anliegt. Er hat jetzt Probleme mit seiner Ex-Freundin, da gibt es Probleme und da braucht er wahrscheinlich irgendwann wieder meine Hilfe. Achso, der kommt nur, wenn er was will von dir? Ja, ja. Wie erklärt er das denn, dass er nicht mit dem Kind mal vorbeikommt? Das erklärt er gar nicht. Ich hatte ihn neulich mal gefragt, wann lerne ich denn mal meinen Enkelsohn kennen? Mhm. Und da sagt er dann, ja, weiß ich nicht, ne? Mhm. Aber ich komme ja mit seiner Freundin nicht klar, weil die ist 34, hat noch nie gearbeitet, bezieht Sozialhilfe. Ja. Und ja. Als du deine schweren Erkrankungen hattest, von denen du gerade erzählt hast. Da hat sie zu mir gesagt, als ich im Krankenhaus lag, und sie bat meinem Sohn mitzuteilen, dass ich im Krankenhaus liege und er möchte mir meine Medikamente bringen, weil ich krieg Medikamente, die das Krankenhaus dann nicht bestellt, die muss ich dann mitbringen. Da sagte sie mir, ja, ich weiß nicht, ob das heute noch klappt, wir haben noch Termine. Wie oft hat er dich denn überhaupt im Krankenhaus besucht? Du warst doch sicher länger im Krankenhaus dann. Ich glaube 2-mal oder so, wenn ich irgendwelche Sachen brauchte. Also du kannst dich im Klartext auf den Kerl überhaupt nicht verlassen? Nein, gar nicht. Wenn du in Not bist, kümmert er sich einen Scheißdreck um dich? Ja, so kann man das sagen. Und das tut sehr weh im Herzen? Ja, das will ich nicht abstreiten, das ist richtig. Machst du dir irgendwie Vorwürfe, dass du ihn vielleicht falsch erzogen hast oder verzogen hast? Ich denke, ich habe einfach zu viel getan. Er musste nie bitte sagen, wenn er einen Wunsch geäußert hat. Vielleicht ist das der Grund, ja. Ich habe finanzielle Probleme oder ich bin immer gleich eingesprungen, ohne dass er überhaupt bitte sagen musste. Ne? Wie ist das heute? Ist mir so im Nachhinein bewusst geworden. Ja, das wird wahrscheinlich dann der Grund sein, dass der so deformiert ist. Ja, ja, alles als Selbstverständlichkeit ansieht. Genau. Wie ist es heute bei ihm beruflich und finanziell? Was macht er beruflich? Also er ist Schlosser, er hat einen guten Job, er verdient auch ganz gut. Und deswegen verstehe ich nicht, warum die Frau heute noch Sozialhilfe bezieht. Ne? Wann hast du das letzte Geschenk von ihm bekommen? Oh, die waren letztes Jahr. Da war Konfirmation von meinem Enkel. Ist nicht mein leiblicher Enkel, den hat seine Ex-Freundin uns unterjubeln wollen. Das war auch noch so eine Sache. Und da war Konfirmation am Muttertag, am 11. Mai. Da habe ich noch nicht mal ein paar Blumen gekriegt. Das war hier bei mir in der Wohnung. Wie ist es Weihnachten? Wie verhält er sich Weihnachten dir gegenüber? Gar nicht, war ich gar nicht da die letzten Jahre. Ruft er denn an? Nein. Das ist aber sehr traurig alles. Als er mit der Ex zusammen war, da haben wir einen besseren Kontakt gehabt. Also jetzt kann ich deine Äußerungen besser verstehen, Barbara, und nachvollziehen. Dahinter steht ja eine wirklich tiefgründige Enttäuschung. Und ich habe auch keine große Hoffnung, dass der sich nochmal groß ändert. Nein, das glaube ich auch nicht. Wenn der sich schon nicht verändert hat, als du das letzte Mal so schwer krank warst, du hättest daran ja auch sterben können, an den Vorkommnissen. Ja, natürlich, wenn ich den Herzinfarkt nicht in der Praxis von meinem Arzt gekriegt hätte. Ja, also weißt du, wenn ihn das... Ich also heute nicht mehr da, ne? Ja, wenn ihn das nicht mal aufrüttelt, dann weiß ich nicht, was ihn noch aufrütteln kann. Ja, wahrscheinlich gar nichts. Das heißt, ich werde da wahrscheinlich mit leben müssen, dass das so ist. Ja, das ist sehr schwer, aber ich glaube auch, dass du dich damit arrangieren wirst. Ja, natürlich. Ich habe eine junge Frau kennengelernt, die unterstützt mich. Mhm. Die ist ganz lieb. Das ist eine junge Kurdin und die ist sowas von lieb und nett. Die meine Nachbarin sagte zu mir neulich, die ist auch aus Versehen, sage ich jetzt schon, plötzlich verstorben. Und da sagte sie, ist das deine Tochter? Weil so ein gutes Verhältnis habe ich zu aber der. Ne? Siehst du, das ist doch eine schöne Fügung irgendwie so des Schicksals, dass dann da ein Mensch in deinem Leben aufgetaucht ist, mit dem du eine gute Verbindung hast. Das ist ja, absolut. Ja.
gut. Liebe Barbara, also das war eine Rückmeldung auf den Anruf gestern von. Ja, ich habe dir eine E-Mail geschickt. Ja, genau. Ich danke dir und ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du, ja, dass es dir nicht zu sehr an die Seele geht. Das ist leichter gesagt als getan, ich weiß. Aber ich denke, ich bin ganz schön hart im Nehmen. Ja. Wer im Kinderheim groß geworden ist, der kann eine ganze Menge vertragen. Genau, und du bist jetzt schon einiges gewöhnt und auch das gewöhnt schon von deinem Sohn. Das ist ja jetzt in dem Sinne nichts Neues. Nein, das ist richtig. Lass es, soweit es geht, an dir abprallen. Das versuche ich auf jeden Fall. Alles Gute und alles Liebe, Barbara. Vielen Dank, Domian. Auf Wiederhören. Dass ich mal mit dir reden konnte. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1.25 Uhr und jetzt gibt es eine Domian-Postbox. Alexander hat geschrieben: Hallo Domian, ich finde dich einfach klasse. Du bist ein toller Mensch. Allerdings muss ich dir einen Punkt abziehen. Du bist für die Gesellschaft der Inbegriff der Toleranz. Allerdings finde ich, dass du ein kleiner Hetzer bist, was die Wählerschaft angeht, die ein Kreuz bei der NPD macht. Du hast in einer deiner Sendungen die Wähler der NPD als Pöbel bezeichnet und das stieß mir sauer auf. Du möchtest doch auch nicht beleidigt werden aufgrund dessen, was du wählst. Ich verlange eine Entschuldigung. Dafür wäre ich dir sehr dankbar. Vielen Dank im Voraus. Lieber Alexander, ich bin ziemlich sicher, dass ich diese Formulierung so nicht gebraucht habe. Ich habe allerdings vor ein paar Tagen gesagt, dass ich finde, dass sich unter die Pegida-Anhänger eine gewisse Mischpoke eingeschlichen hat oder sich darunter mischt. Das habe ich gesagt. Und zum Stichwort Toleranz, ja, Toleranz gerne, aber bitte keine Toleranz gegenüber der Intoleranz. Dann eine Mail von jemandem, der gar nicht genannt werden will, aber das musste mal gesagt werden. Diese Person schreibt: Sag mal, du neunmal kluger Domian, du hast keine Ahnung von den Zeugen Jehovas und nimmst dir raus, diese zu beurteilen. Informiere dich erst, bevor du urteilst. Unsere Gemeinschaft ist wunderbar. Wir glauben an die gute Botschaft vom Königreich Gottes und an das Leben nach dem Tod auf einer paradiesischen Erde. Es hat jeder eine Chance, das zu erreichen. Als ich das gelesen habe, fiel mir eine kleine Begebenheit ein. Das habe ich erlebt vor ein paar Jahren. Beim großen Fest, da saß ich hinterher mit ein paar Leuten zusammen und das waren Zeugen Jehovas und die wollten versuchen, mich zu missionieren. Und tatsächlich erzählte dann dieser Mann, also der Hauptredner dieser Zeugen: Ja, also wenn sie uns beitreten, dann kriegen sie nach dem Tod ein schönes Stück Land auf der Erde, denn da ist ja irgendwie das Paradies. Er hat mir sogar die Hektarzahl genannt und da könnte man dann ganz toll leben und es sich gut gehen lassen. Und ich habe den nur noch angeschaut und habe gedacht, hast du noch alle Tassen im Schrank? Also soweit zu den Zeugen Jehovas. So, dann schreibt Carsten zum Thema Schwanger mit 65. Ich bin Vater von 3 Kindern und finde es absolut pervers, dass sich die Berliner Lehrerin mit 65 künstlich befruchten hat lassen. Ich kann deine Meinung absolut teilen, Domian, dass du mit dem Mutter oder auch Vater werden, dass irgendwann mit dem Mutter oder Vater werden Schluss sein sollte. Lass du auch auf jeden Fall die Hände davon. Ich bin jetzt 53 Jahre alt und meine Kinder sind aus dem Haus. Sie hatten einen agilen jungen Vater und ich konnte sie ihre ganze Kindheit und Jugend über begleiten. Wäre ich mit 65 zum ersten Mal Vater geworden, hätte mein Kind oder meine Kinder einen Opa zum Vater gehabt und wer weiß, wie lange man dann noch lebt und für das Kind da sein kann. So, und dann habe ich noch einen sehr netten Brief von Käthe bekommen. Käthe, 75 Jahre alt. Sie schreibt: Lieber Domian, voller Entsetzen und Trauer höre ich, dass du Ende 2016 deine so tolle Sendung einstellen willst. Weißt du, was du Millionen Zuschauern und Zuhörern damit antust? Für uns bist du ein Highlight der Nacht. Du hast mir vor Jahren einmal meinen größten Herzenswunsch erfüllt. Mein größter Wunsch hieß damals eine Themennacht bei dir und ich rief bei dir an. Ich erzählte dir, dass ich mir nichts sehnlicher wünsche, als einmal mit dem Super-Tanz-Weltmeister Michael Hall einen Wiener Walzer zu tanzen und zwar mit ihm ganz allein auf einer großen Tanzfläche.
Du und dein Team, ihr habt dann genau dies ermöglicht und arrangiert. Ich habe mit Michael Hall auf einem Ball in Osnabrück getanzt. Und hier im Fernsehen haben wir auch ein tolles Foto von der agilen Käthe und Michael Hall, wie sie zusammen in Osnabrück, war es offensichtlich, getanzt haben. Käthe schreibt weiter, welch ein Ereignis für mich, es war ein Traum. Dafür nochmals großen Dank. Ich habe die Hoffnung, dass dein Publikum dich doch noch umstimmen kann, nächstes Jahr nicht aufzuhören. Und so verbleibe ich traurig und doch mit etwas Hoffnung, deine dich sehr verehrende alte Käthe Müller. Das ist sehr lieb und sehr freundlich von dir, Käthe. Ich kann mich sehr gut daran erinnern und freue mich, dass du dich nochmal gemeldet hast. Danke für den sehr, sehr netten Brief. Ende der Postbox. Unsere Musik hat uns auch schon verlassen im Hintergrund. Also, das war die Postbox von heute. Und jetzt machen wir einfach weiter mit dem Telefonieren hier. Und ich begrüße sehr herzlich Elke. Elke ist 47. Guten Morgen, Elke. Hallo? Hallo? Hallo, hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich hervorragend. Hallo, Elke. Hi. Hi. Du bist 47, stimmt das? Ich bin 46. Du bist 46. Ich werde dieses Jahr 47. Sehr gut. Weswegen hast du angerufen? Ich habe angerufen, weil am 22. mein Mann gestorben ist. Am 22. April jetzt? Ja. Wie alt ist dein Mann geworden? 53. Das tut mir sehr leid. Das sage ich jetzt schon mal vorab. Es tut mir sehr leid, mein Beileid. Danke. Das Problem, also ich habe es geschafft, meinen Mann zu Hause zu pflegen. Das heißt, er war sehr schwer krank. Mein Mann hatte Krebs. Ja. Hatte er lange schon die Erkrankung? Nein. Am 2.2., das war unser, oder ist unser Hochzeitstag. Und am 2.2. hat man mir gesagt, dass mein Mann sterben wird. Was für einen Krebs hatte er? Lungenkrebs. Und er hat Metastasen gehabt im Gehirn und der Rücken. Und Wann ist denn die Krankheit entdeckt worden, diagnostiziert worden? Im Januar. Im Januar? Mhm. Also hat man gesagt, da ist irgendwas und da wusste man noch nicht genau was. Und am 2.2. war dann halt wirklich diese Botschaft. Hat er diese Botschaft auch gehört? Ja, wir waren zusammen. Wie ist er damit umgegangen? Er hat es sich von außen nicht anmerken lassen. Habt ihr dann zu Hause? Und er hat auch jetzt, also hier zu Hause war die Ärztin noch gefragt. Also wir wurden von Hospiz begleitet, von diesem SAPV-Team. Ich kann nur tausendmal Danke sagen. Es war eine geile Leistung, was die da gebracht haben. Die haben mich wirklich toll unterstützt. Das heißt, die waren immer da. Die waren immer, das ist ein ambulanter Hospiz- oder Palliativdienst, der nach Hause kommt. SAPV nennt man das. Ja. Die haben dich und euch dann begleitet zu Hause, denn dein Mann ist zu Hause gestorben. Ja. Habt ihr denn dann als... Also er hat die Ärztin gefragt, schaffen Sie es noch, mich aus die... Er konnte ja nicht mehr laufen, weil er halt den Tumor auch im Rücken hatte und er wurde im Rücken auch operiert. Man hat ihm so eine komische Platte da reingesetzt, weil der Wirbel schon angegriffen war und in den Nervenzellen. Und er konnte wirklich nicht mehr laufen. Er lag also nur noch im Bett und die Ärztin hat gesagt, ich weiß es nicht. Und irgendwann hat sie zu mir gesagt, Schatzi, keiner redet mit mir Klartext, was ist denn los, schaffe ich es noch? Komme ich doch bei ihr raus? Und was hast du da geantwortet? Schatz, ich habe ja ihm gesagt, Schatzi, du musst ein bisschen Geduld haben, wir schaffen das. Vielleicht wirst du nicht mehr laufen können, aber wir schaffen dich bestimmt noch mal in den Rollstuhl. Das war wirklich unsere Hoffnung. Hast du das geglaubt oder hast du es so nur gesagt, um ihn zu trösten? Ich habe es wirklich geglaubt. Obwohl ich habe es gehofft, wirklich von ganzem Herzen. Obwohl du schon das harte Urteil des Arztes gehört hattest. Ja, aber mein Mann heißt Peter, er war ja auch auf der Krebsstation, auf der Onkologie und ich habe da Patienten gesehen und erlebt, die lebten jahrelang mit dieser schlimmen Krankheit und es ging ihnen relativ gut. Was hat man denn zum Schluss, hat man überhaupt noch was mit ihm gemacht oder ist er nur palliativ medizinisch versorgt? Also mein Mann wurde nur er hat eine Strahlentherapie über sich ergehen lassen, an diesem Rücken, das muss am schlimmsten gewesen sein.
hat leider nicht zu dem Erfolg geführt. Dieser Tumor am Rücken hat, wie gesagt, seine Wirbelsäule zerstört. Und deswegen musste man versuchen, mit dieser Platte ihn zu stabilisieren, damit er nicht querschnittsgelähmt hat, wird. Ich hoffe einfach nur, dass die Ärzte das wirklich in den Glauben getan haben, meinem Mann auch etwas Gutes zu tun. Wie waren die letzten Wochen? Anstrengend. War er die letzten Tage noch bei Bewusstsein? Er war bis zum 22. am Bewusstsein. Am 22., als mein Mann gestorben ist, hat er gesagt, Schatz, ich kriege kaum Luft. Und ich habe sofort gesagt, hör zu, ich rufe dieses SAPV-Team an. Mhm. Das habe ich auch getan. Und die waren innerhalb von 2 Minuten da. Die Ärztin ist auch gleich mit aufgeflogen. Wie die das geschafft hat, habe ich keinen Plan. Mhm. Und man hat ihn Haufen Zeugs, also er hat ja diesen Port gehabt, den bekommt man reingelegt, wenn man eigentlich geplant hatte, ihn eine Chemo noch zu verabreichen. Mhm. In diesem Pott hat man den Haufen Scheißdreck reingespritzt und ich kann es wirklich nur so sagen, friedlich eingeschlafen. Mhm. Ohne Schmerzen, definitiv ohne Schmerzen. Sein ganzes Gesicht war sehr entspannt, also kein Kampf oder Krampf oder einfach friedlich eingeschlafen. Als er dann eingeschlafen ist, waren die Ärzte oder war die Ärztin dabei? Nein. Da warst du ganz alleine? Ja. Habt ihr Kinder? Keine gemeinsamen. Mhm. Wir sind eine Patchwork-Familie. Verstehe. Mhm. Aber Peter hat 3 Kinder und ich habe einen Sohn. Und seine 2 Söhne sitzen im Gefängnis. Der eine hier in meiner Stadt und der andere in Bayern. Und die Tochter, das weiß ich gar nicht, wo die rumfliegt. Ich weiß es wirklich nicht. Elke. Und sein Sohn war am 22. ist er aus dem Gefängnis noch vorgeführt worden und hat Peter, also mein Mann, noch gelebt. Mhm. Und er hat wesentlich Chance gehabt, sich eine halbe Stunde ans Bett zu setzen. Zwar mit Beamten und auch mit Handfesseln und Fußfesseln, aber er hat seinen Vater noch mal lebend gesehen. Hat der und er Vater, konnte sich von hat der Vater verabschieden. Und hat der Vater ihn auch noch erkannt? Nein, aber Peter hat es geschafft, die Augen noch mal aufzumachen. Ich denke wirklich, er hat es gemerkt. Denn eine halbe Stunde bis Stunde später ist er eingeschlafen. Als er dann eingeschlafen war, du warst alleine mit ihm in der Wohnung, du hast im Bett gesessen. Was hast du dann gemacht? Ich habe das SAPV-Team angerufen. Wie lange hast du ihn dann noch in der Wohnung behalten? Bis die Ärztin gekommen ist, die den Totenschein ausgeführt hat. Und dann konnte ich das Beerdigungsinstitut anrufen und die haben meinen Mann abgeholt. Das war, es war 18 Uhr und 2:30 ungefähr ist mein Mann eingeschlafen. War schon die Beerdigung? Nein. Nein, die Beerdigung ist jetzt am 6. Hat er mal einen Wunsch geäußert, wie er beigesetzt werden möchte? Das ist gleich mein nächstes Problem. Ja, wir hatten gar eine Bestattungsvorsorge, so heißt das. Mhm. Wir wollten zusammen in einer Urnenwand nebeneinander. Ja. Das wird leider nicht klappen, weil diese Bestattungsvorsorge halt einfach nicht greift, weil die nicht lang genug lief. Und leider Gottes, durch die Krankheit meines Mannes habe ich meinen Job verloren. Das ist einfach so. Ich bekomme jetzt Hartz IV und mein Mann hatte keine Arbeit, das heißt, du kannst weil er das einfach nicht, krank war. Du kannst das nicht finanzieren. Wie, ja, das wie, heißt, es wird ein, wie heißt das, Armenbestattung oder sowas ähnliches. Ja, so heißt das. Gab es denn in den letzten Wochen nochmal die Möglichkeit oder habt ihr es ganz einfach getan? Habt ihr über den Tod gesprochen? Und über das? Ja, habt ihr. Also er hat auch ganz genau gesagt, so hart wie es klingt, es war wirklich ein toller Mann, zu mir wirklich. Wirklich, es ist der beste Mann der Welt. Wie lange wart ihr zusammen? 5 Jahre. Wir hatten nur 5 Jahre. Gar nicht so lange. War das eine schöne Zeit? Die schönste Zeit in deinem Leben? Schön, aber anstrengend. Die Kinder sitzen im Gefängnis. Also alle 3 Kinder von ihnen sind drogenabhängig und die 2 Jungs sitzen halt im Gefängnis. Und wegen Drogendelikte, Diebstahl, Einbrüche und... Ja, das ist anstrengend, das kann ich mir vorstellen, dass euer Leben da anstrengend war. Du wolltest mir gerade noch was sagen, was er gesagt hat zum Tod. Er möchte nicht, dass seine Kinder da sind. Er möchte aber, dass mein Sohn da ist. Bei der Beerdigung? Ja. Und diesen Wunsch wirst du ihm so erfüllen? Ich werde mein Letztes dafür geben. Nur seine Ex-Frau hat angerufen, ich habe keine Ahnung, doch ich habe eine Ahnung, eine ungefähre zumindest, warum sie es weiß.
Und sie hat angerufen, sie hat ja die Telefonnummer von uns, weil sie öfters wegen den Kindern mit meinem Mann gesprochen hat. Mhm. Und hat gesagt, ich will auch, dass die Kinder zur Beerdigung kommen. Und ich habe ihr klar und deutlich gesagt, was Peter möchte. Mhm. Und sie hat mich rund gemacht und hat gesagt, das kann ich nicht, ich soll es gefällig raus sagen, wenn die Beerdigung ist. Und ja. Was hat sie? Sie hat gesagt, du sollst es ihr sagen, wann die Beerdigung ist. Ja. Aber Peter wollte es wirklich nicht. Liebe Elke, ich würde mich da komplett an den Wunsch des Verstorbenen halten. Wenn er das dir so gesagt hat, dann mach du das auch so, finde ich. Natürlich zählt nur der Wunsch des Verstorbenen. Auch wenn die anderen das nicht verstehen können, aber er hat es so gewünscht. Und dann mach es auch so. Dann informiere sie nicht. Ich glaube, du bist momentan hin und her gerissen, was du tun sollst. Und ich habe Angst vor dieser Frau. Sie ist so bösartig. Mein Mann hat nie was Gutes von ihr gesagt. Selbst ihr Sohn, der ja, ich habe ja gerade gesagt, der wurde von der JVA vorgeführt, hat zu mir gesagt, ich kann doch nicht meine Mama, meine Mutter hätte das getan, was du getan hast. Der hat gesagt, nicht mal meine Mutter hätte getan, was du Elke getan hast. Ja. Also er hat anerkannt, dass du dich gut um seinen Vater gekümmert hast. Ja, dafür hat er Danke gesagt. Hatte Peter Angst eigentlich vor dem Tod? Er hat gesagt, er möchte nicht gehen und er hat gesagt, dass er mich liebt. Nun hast du eine sehr schwere Zeit hinter dir und du hast etwas Furchtbares erlebt und du hast dieses extreme Leiden, wie du es gerade beschrieben hast, muss das ein sehr schlimmes Leiden gewesen sein. Hast du bei all der Trauer und bei all der Traurigkeit auch so ein klein wenig das Gefühl, es ist gut für ihn, dass er jetzt nicht mehr leiden muss? Dominik, ich vermisse meinen Mann so sehr. Mhm. Er fehlt mir. Er fehlt überall. Ich weiß nicht, wie ich weitermache, so verstehst du. Mhm. Dieser Mann war die Liebe meines Lebens. War es die größte Liebe deines Lebens? Ja. Mhm. Es hat einfach Summ gemacht. Ich wollte gar nicht mehr. Ich wollte wirklich nicht mehr. Und er hat es geschafft. Ecke, ich sag dir mal jetzt etwas. Das ist kein Trost, kein wirklicher Trost, aber es ist schon wichtig, glaube ich. Sei so glücklich und dankbar, dass du ihn hattest 5 Jahre. Das bin ich. Aber es gibt so viele Menschen, die haben so etwas nicht. Die leben ihr Leben und haben nie so eine große Liebe erlebt. Du hast sie 5 Jahre erlebt. Das ist viel zu kurz, ich weiß, aber... Ich habe dich jetzt akustisch, bitte, Entschuldigung, überhaupt nicht verstanden. Nein, ich habe gesagt, dass viele Menschen das vielleicht gar nicht von sich sagen können, dass sie mal so eine große Liebe hatten, aber du hast sie gehabt. Wenn auch nur 5 Jahre, aber du hattest es 5 Jahre. Und das ist schon mal sehr schön. Das ist natürlich unfassbar traurig, dass er jetzt weg ist, aber es ist auch schön, dass du ihn hattest. Ich glaube, so ein klein wenig muss man sich versuchen aufzufangen, wenn man ganz verzweifelt ist, dass man sich das immer wieder vor Augen führt, dass man das Glück 5 Jahre hatte an deiner Seite ist. Das Glück war 5 Jahre an deiner Seite. Ja, ich bin der Liebe begegnet. Ja. Das, ich kann es nicht anders sagen, ich bin der Liebe begegnet. Das ist sehr schön gesagt. Und jetzt mache alles so, wie er es sich gewünscht hat. Mach die Beerdigung so, wie er es will. Mach alles in seinem Sinne. Das kann ich doch gar nicht. Ich habe doch gerade gesagt, diese Beerdigungsvorsorge, sie wird nicht greifen. Naja gut, das geht jetzt nicht. Aber ich meine den Wunsch, dass da sonst niemand bei ist, dass nur dein Sohn dabei ist. Ja. Das meine ich. Das andere, okay, das geht da nicht. Ich möchte dir sehr, sehr gerne noch, Elke, zunächst erstmal meine Psychologin geben. Und meine Psychologin wird dir gleich noch ein paar Adressen an die Hand geben, wo du dir auch Hilfe suchen kannst. Es gibt keine Hilfe, nicht hier. Ich habe schon gegoogelt, es gibt keine Trauerhilfe. Ich habe auch beim SAPV-Team gefragt, meine Seelsorgerin, die mich und meinen Mann betreut hat, die hat gesagt, es gibt keine Gruppe hier. Sag mir mal, in welcher Gegend du grob wohnst. Ich wohne in Saarland, in Saarbrücken. Sogar direkt in Saarbrücken? Ja. Und die hat gesagt, es gibt nichts. Doch. Hundertprozentig. Wir werden uns jetzt richtig schlau machen für dich. Du lebst in einer Stadt, du lebst nicht irgendwo weit auf dem Land. Du lebst in einer Stadt, es gibt sogar SAPV dort. Wir machen uns jetzt für dich schlau, Elke. Ich bitte dich aufzulegen und du wirst von Magdalena zurückgerufen. Ja. Ich wünsche dir unfassbar viel Zuversicht und Kraft, die wirst du brauchen für die nächste Zeit. Ja.
und denke bei allem, was du jetzt tust, dass du nicht komplett verzweifelst. Handle so, wie dein geliebter Peter es sich wünschen würde. Handle so. Mein Mann, also ich habe ja gesagt, er wurde betreut, auch wir wurden betreut von diesen. Man hat mir mittlerweile gesagt, dass man meinen Mann gefragt hat, schafft das deine Frau alleine? Und mein Mann hat gesagt, ich weiß es nicht. Wir werden uns jetzt um dich kümmern, liebe Elke. Du legst bitte auf und du wirst von Magdalena zurückrufen. Das ist meine Psychologin heute Nacht. Ja? Alles Gute. Entschuldigung, bitte für die Tränen. Das macht gar nichts. Das ist völlig verständlich. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Ja. Auf Wiederhören. Liebe Elke, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, jetzt möchte ich euch gerne unser Thema sagen nächste Woche. Das Thema heißt Verzicht. Ich möchte gerne nächste Woche mit Leuten sprechen, die freiwillig auf etwas vermeintlich Wichtiges verzichten. Die freiwillig Verzicht üben. Also lebt ihr vielleicht ganz bescheiden und reduziert auf das Nötigste? Habt ihr euch für so einen Lebensweg entschieden? Habt ihr Verzicht aufgrund einer religiösen oder weltanschaulichen Überzeugung geübt? Verzichtet ihr auf Sex freiwillig? Verzichtet ihr auf Geld? Verzichtet ihr vielleicht auf eine berufliche Karriere, um irgendetwas anderes zu machen, um ein anderes Leben zu führen? Oder man kann es ja auch rumdrehen. Vielleicht habt ihr sogar wegen eurer Karriere verzichtet auf eine Liebe oder auf die Familie, eine Familie. Und ich möchte euch auch fragen, wurdet ihr eventuell schon mal gezwungen, auf etwas zu verzichten? Also das Thema heißt Verzicht nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wenn ihr mir gerne davon erzählen wollt, wenn ihr vielleicht ein Leben im Verzicht führt, aus welchen Gründen auch immer und wie auch immer das Leben aussehen mag, ich bin sehr interessiert daran und würde mich gerne mit euch darüber unterhalten. domian@wdr.de oder nächste Woche vor der Sendung oder während der Sendung anrufen. Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Verzicht. So, und jetzt geht's weiter mit dem Gary und Gary ist 36. Guten Morgen, Gary. Ja, guten Morgen, Domian. Erstmal herzlichen Beileid an die Vorrednerin. Sehr nett von dir. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich an deinem Namen. Ja, vielen Dank. Nett, dass du sagst. So, jetzt zu dir. Mich bewegt es, dich anzurufen. Bei dir hat mal einer angerufen, das war so ein, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das war so ein Mann, der wollte auswandern. Der wollte auswandern nach Russland, weißt du noch? Ach so, genau, ja, ich erinnere mich. Ja, das war, ich erinnere mich. Ich glaube, es war sogar ein Pegida-Mitglied, ne? Ja, keine Ahnung. Ja. Der war ein Patriot, war das. Ein Patriot, ja, genau. Ich erinnere mich. Gut, ja, ist genau, gar nicht lange ein Patriot, her. Der will auswandern. Ja, das war komisch. So, was mich dann gestört hat, ja, sag mal, was du dann genau, ich möchte dir keine Worte in den Mund legen, aber sag mal, was du dann gesagt hast, als der sagte, dass er nach Russland auswandern möchte. Ja, er beklagte sich über die Missstände in Deutschland und dass man hier nicht frei agieren kann und seine Meinung äußern kann und so weiter. Und dann fragte ich ihn, wohin willst du denn auswandern? Und er sagte, ja, nach Russland. Und da habe ich gesagt, na super, genau. Da bist du ja in der richtigen Gesellschaft, in einem autokratischen Land, was fast diktatorisch geleitet wird, einem unfreien Land. Was willst du da? Das habe ich gesagt, so sinngemäß. Und da war irgend noch was faschistisch, ne? Das ja, das kann sein, dass mir das so rausgerutscht ist. Das sagt man ja immer sehr gerne. Richtig. Das wird sehr oft gesagt. Ich nehme das mal zurück und sage, dass es ein autokratisches Land ist, das sehr stringent, fast diktatorisch reagiert wird. Ja, weil ich finde, man benutzt dieses Wort ziemlich inflationär, weil fast jeder sagt es irgendwie faschistisch da, faschistisch hier, sogar die Türken sind faschistisch okay. Und was weiß ich. Streichen wir so, das Wort, ja, aber letztendlich sollte es nur ausdrücken, wie kannst du in ein Land auswandern wollen, wo die Grundfreiheitsrechte enormst eingeschränkt sind. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Ja, erstens stimmt das gar nicht, ne? Also alles was du sagst ja extrem wenig über in diese Richtung, ne? Aber bis jetzt war das
alles, naja. Ja, es gibt zum Beispiel keine Presse, keine Pressefreiheit, so wie wir sie kennen, wie wir sie in der westlichen... Das stimmt auch nicht. Die sind schon ziemlich kritisch. Also ja, die gehen schon scharf ins Gericht mit Putin. Also sehe ich völlig anders. Also nehmen wir nur mal ein großes... Natürlich, das sehen alle anders, die hier leben. Nehmen wir mal ein großes... In meiner Umgebung, ne, alle, die, mit denen ich zu tun habe, die sind mit mir einer Meinung. Ich hab niemanden, mit dem ich mich schreiben kann. Gut, das mag ja sein. Ich weiß ja nicht, mit wem du Kontakt hast und wie die politisch ausgerichtet sind. Wir nehmen mal ein großes Beispiel. Herr Putin war Gast, wenn auch in Form eines großen Beitrages in der größten deutschen Talkshow bei Günther Jauch. Glaubst du, im Ernst, oder auch nur annähernd, dass Frau Merkel einmal in die größte Talkshow in Russland eingeladen wird, um dort live zu sprechen? Nein. Natürlich nicht. Natürlich nicht? Natürlich nicht. Ja, warum nicht? In einem freien Land? Nicht. In einem, wie, warum selbstverständlich? In einem freien Land müsste das möglich sein. Wir laden Herrn Putin auch ein. Ja, die Frau Merkel ist ja gar nicht interessant. Ich glaube, dass die für die Russen sehr interessant wäre, ihre Meinung zu sagen. Nein. Und für die Journalisten? Nein. In Russland wird das ganz anders gesehen. Aber auch komplett anders. Na, sie ist doch eine Gegnerin. Und jeder Gegner ist interessant. Glaubst du, dass... Seit wann ist Frau Merkel eine Gegnerin? Sie ist nur gerade keine Freundin, wenn man die Ukraine-Krise ansieht. Keine Freundin von der Putin. Ukraine-Krise lassen wir mal außen vor. Ja, aber darum lassen wir kurz mal außen vor. Na, aber darüber müssen wir ja nun nicht reden, dass Frau Merkel und Herr Putin oder Herr Obama und Herr Putin nun gerade nicht die engsten Freunde zurzeit sind. Das ist ja nun völlig klar. Das ist ja keine Meinungsfrage. Das ist ja ein Fakt. Lass mich mal sagen, ja. Jetzt, gut, ob du mir das glaubst oder nicht, ja. Russland liebt Deutschland. Mhm. Ja. Das ist so. Wenn irgendjemand von Deutschland nach Russland kommt, der ist herzlich willkommen. Absolut. Die Russen besuchen hier in Deutschland das Land sehr gerne. Und die lieben die Deutschen und so. Gary, du musst mir nichts erzählen. Aber Frau Merkel ist für die Russen komplett uninteressant. Nein, das ist völliger Unsinn, was du redest. Ich habe selbst zwei sehr gute Bekannte in Moskau. Ich weiß, dass das russische Volk und das deutsche Volk eine große Nähe hat. Ich rede jetzt nur über die Politik. Natürlich wäre ein Auftritt von Herrn Obama in einer Live-Talkshow in Russland oder von Frau Merkel mega interessant für die Russen. Was meinst du, die Einschaltquoten würden überschlagen? Weißt du, wieso ich das so sehe? Ja. Weil Frau Merkel keine Stellungnahme bezieht. Also keine feste Meinung hat, keine Richtung. Die verspricht nichts, da muss sie auch nichts halten. Die hat in der Ukraine-Krise eine klare Haltung, ganz, ganz klar. Nein, hat sie nicht. Nein? Darf ich dir mal was sagen, wie ich die Sache so sehe? Mhm. So, in der Ukraine-Krise, wieso ist der Schröder, war der beste Freund von Putin, ja, oder von Russland, ob er jetzt Putin war oder sonst jemand. So, und auf einmal kommt die Frau Merkel an die Regierung und auf einmal kippt das so sehr. Mhm. Also um 180 Grad. Früher waren das Freunde von Deutschland und jetzt sind das Feinde. Und zwar offen ausgesprochen von dem Innenminister. Ja, ich meine, wer trägt denn die Schuld? Die Schuld trägt ganz allein der Putin, weil er sich völkerwiderlich verhalten hat und die Ukraine. Aber das war doch nicht anders. Das war doch immer so. Das war in Russland war das immer so. Das ist ja kein Argument. Moment. Es ist ein souveräner Staat und Putin hat sich einen Teil dieses souveränen Staates einfach genommen. Das ist doch mal dahingestellt. Das ist nicht eingestellt. Ob er das genommen hat oder ob er souverän oder gewählt wurde. Was mich interessiert, mich interessiert eins, ja. Das ist etwas jetzt vom. Mich interessieren erstmal ein paar Fragen. Ja, bitte. So, ja, sag mal, das war so ein Spruch von Denzel Washington, das hat mir sehr gefallen. Sag mir mal, als wäre ich 5 Jahre alt, was ist Faschismus?
Darum geht es doch jetzt gar nicht. Oh. Es geht jetzt nicht um die theoretische Beschreibung des Faschismus. Ich hab dir nur versucht zu erklären, was für eine Haltung ich gegenüber Herrn Putin habe. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass Herr Putin einen Staatsbesuch in Ägypten macht und als Geschenk eine Kiste mit Kalaschnikows dem Staatspräsidenten von Ägypten überreicht. Das ist unfassbar. Stell dir das Geschrei vor, Frau Merkel würde einen Staatsbesuch irgendwo machen und die bringt eine Kiste deutsche Handgranaten mit. Wenn man sich das vor Augen hält. Ja, gut, das sind Gegebenheiten, das sind andere Mentalität, ja, untereinander. Die sind anders aufgewachsen. Das ist hier schwer zu vermitteln, ja. Genauso wie hier in Deutschland. Zuerst wird geredet, keine Unterstützung in Krisengebieten und dann werden für 70 Milliarden dahin Waffen geliefert. Darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Weißt du, Gary, ich will dir sagen, wenn das mit der Ukraine und mit der Krim nicht passiert wäre, wäre das alles im Lot, das Ganze. Und ich kann die Sorge der Polen, der Letten, der Esten wirklich ausgesprochen gut verstehen, dass sie Angst haben. Ja, also wir Deutschen wissen ja nur wirklich, was Russen anrichten können. Deswegen schickt Frau von der Leyen Truppen nach die Polen wissen. Die Polen wissen es und die Letten wissen auch und die Estländer wissen es auch. Und das besorgt mich alles sehr. Und diese Aggression geht nicht vom Westen aus, sondern die geht nach meiner politischen Auffassung eindeutig von Putin aus. Hätte er die Krim in Ruhe gelassen, gäbe es weiterhin eine große und gute Freundschaft. Was war eigentlich, weißt du noch, wo die Russen, ja, wo die nach Georgien einmarschiert sind? Weißt du das noch? Mhm. Ja, klar. Hat da irgendein Hahn danach gekräht? Da war Ruhe, da war nichts. Es gab damals natürlich auch schon einen internationalen Aufschrei, man kann aber das eine mit dem anderen nicht vergleichen. Aber die sind da offiziell einmarschiert. Ja, es gibt doch, du kannst doch nicht das eine mit dem anderen vergleichen. Aber selbstverständlich. Und jetzt auf einmal, Moment. Und da sind noch, die Russen sind noch nicht mal offiziell in Ukraine. Das wird ja nur von hier und da. Doch, die sind in Krim. Aber offiziell sind die da gar nicht drin. Langsam, beruhige dich. Die Krim ist in russischer Hand. Natürlich, na gut, Krim. Nein, nicht na gut, Krim. Nein, so geht das nicht. So geht das nicht. Man muss sich schon ans Völkerrecht halten, wenn man gemeinsam miteinander gut leben will. Und das hat ja Herr Putin gebrochen. Gut, aber das sind nachbarschaftliche Streitereien. Was hat Deutschland mit der Ukraine zu tun? Naja, so... Was hat Amerika mit Ukraine zu tun? So wegwischen kann man das nicht. Das sind nachbarschaftliche Streitereien. Russland hat mit Tschetschenien gekämpft, ja? Da marschiert oder kascht sich ein Riesenstaat ein Stück von einem anderen Staat. Da ist natürlich die Völkergemeinschaft aufgerufen, Positionen zu ergreifen. Und im Hinblick vor allen Dingen auf die Angst der anderen Völker, der ehemaligen Sowjetstaaten oder von der Sowjetunion dominierten Staaten. Russland ist nicht interessiert an der territorialen Eroberung. Also das ist schon mal Fakt. Da brauchen sich diese Nachbarstaaten überhaupt keinen Gedanken daran zu verschwenden. Wollen wir es hoffen. Aber die Krim ist nur strategisch. Das ist ein strategischer Punkt und dieser Fehler, das war ein Fehler, der wurde jetzt korrigiert. Was war ein Fehler? Ob das jetzt rechtens ist? Moment. Was war ein Fehler? Die Krim an Ukraine zu verschenken. Ja, aber das war nun mal so vereinbart. Es war ein souveräner Teil des souveränen Staates Ukraine. Ich glaube, wir kommen da nicht so weiter, Gary. Natürlich kommen wir nicht weiter, weil mich bewegt das hier. Wird in den Nachrichten, ja, ich will die Nachrichten hier gar nicht so schlecht machen. Nur ich möchte das sagen, wieso hier das so gesehen wird. Gut. Hier in den Nachrichten wird berichtet das, was passiert ist. Okay, ja. Gary, du hattest jetzt eine große Möglichkeit, wir haben sehr lange miteinander geredet, auch deine Sichtweise zu sagen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung so. Jetzt muss ich leider abbrechen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Einverstanden? Ja. Leider darf ich noch ein Wort sagen? Aber ein Wort nur noch, sonst sind wir gleich weg hier. Russland ist nicht von heute auf morgen zu erklären. Da braucht man schon eine ganze, ja, ganze das Menge Informationen. Da gebe ich dir völlig recht. Bist du halb Russe oder ganz Russe? Nee, ich komme aus Kirgisien. Ah, verstehe. Mein Lieber, danke für deinen Anruf und deine Meinungsäußerung.
Alles klar. Tschüss. Ciao. In der Technik heute Nacht Nami Strack und ich sage euch nochmal das Thema für nächste Woche. Das Thema heißt Verzicht. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die Verzicht üben, die auf Materielles verzichten, auf Karriere verzichten, auf Liebe verzichten, auf Sex verzichten, aufgrund einer vielleicht religiösen oder weltanschaulichen Überzeugung, die vielleicht auch ihr ganzes Leben umgekrempelt haben und heute anders leben als noch früher. Ihr könnt euch anmelden per Mail unter domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch ein sehr schönes und ja, nettes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss.